Sehr gesund. Übrigens auch für die Haut. Für die Kopfhaut. Ja, man kann sich nämlich mit Kamillentee und mit Seife ein sehr schönes Shampoo selber machen. Das ist ganz einfach. Hier habe ich wieder meine gute alte Kernseife. Ne? Ihr wisst ja, die nicht riecht, aber sie wäscht gut. Die werde ich jetzt erstmal raspeln. Ja. Ja, das müsste genügen. Und jetzt etwa 4 Teelöffel davon. Ja. Und dann den Kamillentee drüber. Ja. Ja, sieht doch schon sehr hübsch aus. Jetzt natürlich gut umrühren. Ja, ja. Jetzt zum Veredeln und damit es besser riecht, nehme ich noch eine Zitrone. Die wird auch kurz mal so drüber gerieben. Ne? Ja, riecht schon viel besser jetzt. Noch mal rühren. Jetzt könnte es nur noch ein bisschen besser aussehen. Dann nehmen wir mal Safran. Ja. Ein bisschen nur, wie beim Kuchenbacken. Nochmal umrühren. Ja, sehr schön. Fertig ist das Shampoo. Jetzt muss es nur noch abkühlen. Ah, der Nachbar. Na, waren Sie beim Arzt? Ja, Sie hatten übrigens recht. Es lag an meinem Duschzeugs. Mhm. Die Ärztin hat mir gesagt, ich soll eins kaufen, das hautfreundlicher ist. Ja. Außerdem hat sie mir eine Salbe gegeben zum Nachfetten der Haut. Ah, ja. Ah, Sie haben Pudding gemacht. Nee, Moment. Großartig. Moment. Halt. Nur was? Einen? Halt, halt, Herr Nachbar. Was ist denn das Scheußliches? Shampoo. Was? Selbstgemachtes Shampoo. Sie wollen mich wohl veräppeln. Nee, das funktioniert gut. Das möchte ich sehen. Na, ich beweise es Ihnen. Wundervoll. Ja. Ich muss sagen, Ihr Friseurservice ist wirklich ganz ausgezeichnet, Herr Lustig. Nicht wahr? Und das Shampoo ist angenehm mild. Mhm. Es brennt gar nicht in den Augen. Ja. Und es ist selbstgemacht. Es ist billig und es ist sehr gut für die Kopfhaut. Nur Ihr Kaffee ist etwas stark. Ach, ja. Ist möglich. Mhm. Na, kein Problem, Herr Paschulke, das haben wir gleich.